dachte eigentlich, wir werden an dem Punkt jetzt erstmal frei in unserer Entscheidung, wo wir hinwollen. Aber gut, dann geht's eben erst zurück zu Normandy. Eigentlich wollte ich erst nochmal die beiden Cluster besuchen, in denen sich jetzt Nebenaufträge aufgetan haben. Dann erstmal wieder zurück. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Ailos anzugreifen? Ailos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat Ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Ailos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Ich möchte mal kurz anmerken, dass das eigentlich ein Plan der Salarianer war mit dieser Bombe, ne? Also wir waren eigentlich bloß ausführendes Element dabei. Möchte ich nur mal so sagen. Eigentlich war der Plan nicht von uns unbedingt. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Ja, und der Salarianer hält sich für so wahnsinnig klug, dass er voll Bescheid weiß, was hier passiert. Okay, lassen Sie mich hinterhergehen, das haben wir schon probiert. Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Ailos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch Sie viel gewonnen. Aber jetzt werden Sie langsam zu einem Problem. Alter! Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Na, das ist ja traumhaft. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Ich frage mich, wie die sich's erlauben können, einfach dieses Thema abzuschalten. Ich meine, wieso können die einen Spectre festhalten? Das kann nicht wahr sein. Commander, ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Spionieren Sie mir nach, Joker. Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Na gut. Wir können zwei Leute mitnehmen. Ich nehme mit. Wen nehme ich denn mit? Ich weiß es doch nicht, wen ich mitnehme. Keine Ahnung. Nehmen wir mal Tadi mit und Ashley haben wir schon lange nicht mehr dabei gehabt. Okay. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. So. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Tut mir leid, Commander. Die Normandy ist verriegelt. Botschafter Udina hat den Befehl gegeben. So, und dann würde ich sagen, müssten wir uns jetzt erstmal daran machen, die ganzen Nebenaufträge abzuarbeiten. Den kleinen Keeper hier oben hatte ich schon mal, ne? Den habe ich, glaube ich, schon... Ja, habe ich schon. Genau. So, wir haben noch einige Keeper zu scannen, wir haben einige Aufträge abzugeben und, ja, was noch mit den Waffen? Wartet mal. Ach, siehst du mal, können wir uns noch einen Codex-Eintrag abholen? Muss ich mal kurz gucken, ob es da noch mehr gibt. Ich glaube nicht, ne? Das ist, glaube ich, der einzige Eintrag, den man sich ja abholen kann. Ja. Okay. Genau, wir haben natürlich noch zwei Nebenaufträge, die wir dann im Weltraum machen können. Ich erinnere mich jetzt aber auch wieder hier daran, wie das dann weitergehen wird. Ich hoffe einfach mal, dass wir dafür dann nicht noch zur Bestätigung irgendwie auf die Citadel zurück müssen. Aber hier müssen wir auf jeden Fall noch einige Sachen machen. Da müssen wir aber gleich mal in die Übersicht schauen, ins Journal, was wir da nach Jahren haben. Schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat ExoGenny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht.
Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Naja, sie haben also eine Ankündigung gemacht, dass es besser läuft und auf einmal stiegen die Aktien. Ja, wenn wir gesehen haben, wie es dort aussah, kann ich mir kaum vorstellen, dass zurzeit dort irgendwelche Gewinne abgeworfen werden. Wenn ich das mal so sagen darf, das ist irgendwie etwas merkwürdig. Aber gut, was soll's? Wir sind wieder bei der C-Sicherheit. Und erwartet uns... Ach nein! Kalissa erwartet uns mal wieder. Und wir können nicht mal schnell speichern. Wahrscheinlich ist sie ein Feind, ich weiß es nicht. Commander Shepard? Mhm? Kalissa bin Sinan al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Zitadelle die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda. Aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Eigentlich wurde die Normandy von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandy, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Zitadelle, Commander. Wo wir gerade von Ihrem neuen Job reden. Hat der Rat Ihnen befohlen, das menschliche Forschungsanliegen auf Noveria zu sabotieren? Ich fürchte, ich kann Ihnen nichts weiter über meine Mission erzählen. Dann waren Sie auf einer Mission für den Rat unterwegs? Sehr interessant. Angesichts Ihrer Erfahrungen, würden Sie sagen, dass die Menschheit jemals den Respekt von der galaktischen Gemeinschaft erhalten wird, den sie verdient? Respekt ist eine komische Sache. Die Leute meinen immer, sie hätten ein Anrecht darauf. In Wahrheit muss man ihn sich verdienen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir ihn verdienen. Sie sind ein Idealist, Commander. Aber ein aufrichtiger. Ich hoffe, dass Sie recht behalten. Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spectre namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Was nehmen wir denn da mal? Kann ich nichts sagen, Ratschützin, dann steckt hinter Ihnen Prime. Ich fürchte, ich kann Ihnen nichts weiter dazu sagen, was meine aktuellen Aufträge sind und was nicht. Keine Sorge. Wir werden es so oder so herausfinden. Die Augen der Menschen sind auf Sie gerichtet. Enttäuschen Sie uns nicht. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Ja, die gute Dame, die wird uns auch im zweiten Teil noch unangenehme Fragen stellen und immer mal wieder belästigen. Und ich glaube, im zweiten Teil ist das auch. Da kann man auch wunderbarerweise, wenn man, weil sie ja möglichst unglaublich auf den Keks gehen kann, wenn man auf Böse spielt, ihr richtig schöne Eins ins Gesicht zimmern. Ja, aber jetzt haben wir sie erstmal hier abgeschüttelt, den Keeper haben wir auch schon. Ich will mal ganz kurz hier beim Ausrüstungsoffizier vorbeischauen. Hallo, Commander. So. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Jetzt haben wir ja auch mal Geld dafür. Okay, gibt es hier irgendwelche Lizenzen? Natürlich, das ist schön. Hier gibt es auch Bio-Verstärker, die sind aber ziemlich schlecht. Ah, alles Stufe 3, 4, hier oben. Gehen wir einfach mal hier oben hin. So, Harpoon 10. Schweineteuer. Wie gut ist sie denn, die Harpoon? Sie ist stärker, sie ist eigentlich gut. Die Präzision ist nicht ganz so hoch, aber ansonsten ist sie ein kleines bisschen besser als die HMWSR, die wir jetzt gerade haben.
Weiß ich nicht. Hier die ganzen Waffen könnten wir hier nochmal kaufen, sehe ich gerade. Das ist vielleicht der bessere Weg, weil die Dingens natürlich auch schweineteuer ist. Die Harpunen 600.000 und wäre maximal für ein anderes Gruppenmitglied dann hier zu gebrauchen. Ne? Wäre nicht für mich dann. So, kaufen wir das nochmal für irgendeinen anderen. Scorpion 6. Weiß ich nicht, vielleicht für Ashley, das wäre eine Möglichkeit, oder? Die Scorpion 6, das könnten wir eigentlich mal machen. Wobei. Nee. Was haben wir noch? Schrotflinte brauchen wir nicht. Sturmgewehr brauchen wir nicht. Leichten Mensch. Da könnten wir mal für Dingens. Für. Wie heißt sie denn? Liara heißt sie. Für die können wir das mal betonen. Okay, ansonsten gibt's aber nichts, was wir hier noch großartig bräuchten. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht über das Angebot hier. Also so besonders ist das nicht. Da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, muss ich zugeben. So, gehen wir erstmal auf Ashley. Wollen wir der die Ausrüstung geben? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall kriegt sie erstmal die... Moment mal. Leg mal die an. Das ist okay. Das ist die hässlich. Das ist ja unglaublich hässlich. Wahnsinn. So, und dann will ich mal schauen mit der Mercenary. Okay, die Mercenary ist schlechter. Schade. Weil die natürlich besser aussieht, ne? Musst du jetzt mit diesem hässlichen Vogel rumrennen, wirklich? Das ist ja schrecklich. Das ist ja auch ganz schrecklich. Wie konnte das denn passieren? Das ist ja... ist das ja. Wobei, schauen wir mal, Schadensschutz. Naja, komm, was soll's. Stellen wir mal nicht die Optik über die Funktionalität. Auch wenn das Ding wirklich unglaublich hässlich ist. So, für dich gibt's auch nichts Neues, ne? Nee. Okay, für mich hatte ich jetzt nichts geholt, soweit ich das hier mit in Erinnerung habe. Gut. Die Waffen gebe ich vielleicht Garrus? Ich weiß es nicht. Garrus? Hm. Wen nehme ich denn später mal auf jeden Fall noch mit? Doch, ich glaube Garrus. Ich werde dann, glaube ich, später mit Garrus und Rex durch die Gegend ziehen. Ja. So. Jetzt aber erstmal auf der Citadel haben wir noch einiges zu erledigen, wo wir nicht unbedingt die volle Streitmacht brauchen. Gehen wir aber erstmal hier drüben lang. So. Ich muss dann erstmal auf die Übersicht schauen, aber erstmal nochmal kurz hier drüben, ob hier noch irgendwas war, auch ob irgendwelche Keeper hier waren. Deswegen muss ich eigentlich jede Ecke nochmal abklappern, weil es durchaus sein kann, dass irgendwo nochmal ein Keeper versteckt war. Gab's mit dem noch was? Da sind sie. Haben Sie mit Korban gesprochen? Nein. Ich war noch nicht dort. Natürlich. Sie werden sich sicher korrekt darum kümmern. Viel Glück. Genau, der war ja unten auf dem Markt, wo wir dann auch nochmal auf jeden Fall vorbeischauen können. Hallo, Commander. Ja, um zu schauen nach neuen Waffen für unsere Squad-Mitglieder. Denn wir haben ja noch ein bisschen Kohle, die wir verprassen können. Die wollen wir ja nicht sinnlos behalten. Das lohnt sich ja nicht. Ich meine, Kohle ist da, um sie auszugeben. Das wäre ja Schwachsinn, wenn wir die jetzt einfach behalten würden. So, hier drüben ist nichts. Den Keeper dort drüben haben wir schon, vermutlich. Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Ja, genau. Okay. Diese Ecke haben wir also abgegrast. Gut. Wo gehen wir als nächstes hin, ist die Frage. So, Zitadelle Sicherheit haben wir also komplett. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, welchen Aufzug wir nehmen wollen. Ich entscheide mich für... Wo geht's denn dort eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Wo kommen wir denn hier hin? Steht das irgendwo? Zum Präsidium. Nee, da will ich gar nicht hin. Das können wir später noch machen. Wir gehen erstmal hier runter und dann müssen wir zu den Bezirken kommen, würde ich denken, ne? So. Ja. Diese Fahrspielmusik ist so geil. Tschakka, 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 tschakka. Mal wieder alle äußerst gesprächig heute hier. Ich habe gehört, einige Menschen wären nach dem Angriff auf Eden Prime wütend auf die Quarianer gewesen. Schließlich haben sie die Geth erschaffen. Die Geth haben Milliarden getötet und uns von unserer Heimatwelt vertrieben. Die meisten Quarianer sind der Ansicht, dass wir für unseren Fehler bereits ausreichend bezahlt haben.
Hoffentlich ändert sich die Meinung der Leute jetzt, wo sie mit uns gegen Saren kämpfen. Ja, also die beiden, die wirken so auf mich, als ob sie nicht allzu viel miteinander zu tun haben, aber als ob sie sich jetzt nicht grundsätzlich anspringen würden. Fahren wir nach unten? Ich dachte mal, der Fahrstuhl fährt nach oben. Na gut. In jedem Fall sind wir jetzt da. Auch wenn wir jetzt die schöne Musik hinter uns lassen müssen. Das ist ja auch ein unglaublich schmucker Gang hier. Bisschen merkwürdig teilweise. Na gut, was ist. Okay. Wir sind hier unten bei... Ach ja, bei dem Typen. Hey, Commander Shepard. Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Gar nicht. Ich muss gehen. Genau, Sie sind wahrscheinlich sehr beschäftigt. Man sieht sich, Commander. Großartig. Ja, ich glaube, der kommt auch wieder in den nächsten Teilen mit vor, in den Folgeteilen. Wir wollten noch mal ganz kurz drüben mitschauen, in der medizinischen Abteilung, in der Klinik, ob wir da nicht noch irgendwas haben. Erstmal hier drüben. Hier ist nur der Keeper, den wir schon haben. Gut. Gucken wir noch mal kurz hier. Einen Keeper haben wir hier auch nicht, meines Erachtens nach. Nein. Gut, aber vielleicht haben wir hier noch mal ein paar schöne Medizininterfaces, ein paar neue. Gute. Ich habe Ihnen nie gedankt, dass Sie mich aus Fists Klauen gerettet haben. Ich weiß nicht, was ohne Sie passiert wäre. Ja, kein Problem. Ich bin nur froh, dass Sie nicht verletzt wurden. Ich auch. Wollten Sie sonst noch etwas? Sie sind Ärztin? Wie sind Sie hier auf der Zitadelle gelandet? Meine Eltern brachten mich her, als ich noch klein war. Mein Vater war Arzt bei der Allianz. Ich entschied mich, die Tradition als Mediziner aufrechtzuhalten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Gut, schauen wir mal. Medi-Exoskelett. Nee, nicht so. Medizininterface habe ich, glaube ich, besseres, oder? Ach, ich kann mir da nichts angucken und vergleichen hier. Okay. Was kann das? Auch Gesundheitsregeneration. Moment. Das kann noch Gesundheitsregeneration, Giftresistenz. Das sind noch Reduzierung auf Abkühlung mit dabei. Ja, das könnte man eigentlich mal, ne? Das könnte man mal machen. Ja, ach, weißt du was? Komm her damit. Kostet doch nur 300.000, 400.000 knapp. Oh, unser Geld geht langsam doch schon ein bisschen zur Neige, stelle ich gerade fest. Sowas, sowas. Kannst du mal sehen mit dem Rumgeprasse hier, wie man da also ganz schnell sein Geld ausgeben kann, ne? Da denkt man, man hat jetzt unerschöpfliche Reserven? Nee, nee, wenn man auf den hohen Stufen was einkauft, ist das auch ganz schnell wieder weg. Kein Blut für Aliens! Was? Wie meinen? Erst! Entschuldigen Sie bitte, Sie sind doch der Spectre, nicht wahr? Was macht ihr denn? Die kenne ich ja gar nicht. Commander Shepard, ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Worum geht es bei dieser Demonstration? Mein Name ist Charles Saraceno. Ich bin von der Trockenlandpartei. Anlässlich des Gedenktages protestieren wir gegen die Politik der Alienfreunde im Präsidium. Kann ich bei der nächsten Wahl auf Ihre Unterstützung zählen? Nein. Weiß ich nicht. Ja, Alienfreunde sind okay, eben. Sie wollen am Gedenktag des Erstkontaktkrieges demonstrieren? So, wie wir es jedes Jahr machen, seit 26 Jahren. Wir wollen nicht, dass die Menschen die Lektion dieses Krieges vergessen. Wenn wir uns nicht selbst helfen, wird es niemand tun. Ich dachte, die Lektion des Erstkontaktkrieges sei, dass es noch anderes Leben in der Galaxie gibt und man andere Meinungen akzeptieren muss. Schon möglich, Commander. Aber wenn die Aliens ihre Meinungen mit Waffengewalt vertreten, warum sollten wir uns dann nicht wehren? Das würden wir. Aber Sie suchen nur einen Grund. Das ist nicht richtig. Es gibt eine ganze Reihe tragischer Vorfälle, die die Aliens ignoriert haben. Zum Beispiel Shang-Chi. Waren Sie selbst in Shang-Chi? Wenn nicht, sollten Sie besser Ihr Maul halten. Da habe ich ja genau die Richtige mit dabei im Team. Kein Grund, die Nerven zu verlieren, Chief. In Ordnung. Schon gut, Commander. Für welches Amt kandidieren Sie? Ich strebe einen der 5 Spacer-Sitze im Parlament an. Damit ein Bürger seine Stimme dafür abgeben darf, muss er recht komplizierte Voraussetzungen erfüllen. Er muss mehr als 6 Monate pro Jahr im All verbringen. Aber er darf in keinem der besiedelten Systeme mehr als einen Monat geblieben sein. Sie verbringen doch die meiste Zeit im All, Commander. Ich weiß nichts über die Trockenlandpartei. Wofür stehen Sie? Unser Hauptanliegen ist, dass sich die Erde nicht von Alien-Einflüssen korrumpieren lassen darf. Weder politisch noch kulturell und schon gar nicht militärisch.
Welch edle Gesinnung. Nur schade, dass die meisten ihrer Anhänger stumpfe Rassisten sind. Ich muss zugeben, dass einige unserer Anhänger extreme Ansichten vertreten. Aber wir werden auch von Wirtschaftsführern, Soziologen und Medizinern unterstützt. Aber Sie selbst unternehmen nichts, um die rassistischen Äußerungen Ihrer Mitglieder zu unterbinden. Natürlich nicht, Commander. Ungeachtet meiner eigenen Ansichten haben Sie das Recht auf freie Meinungsäußerung. Tut mir leid, aber ich glaube fest daran, dass wir in Frieden mit anderen Völkern leben sollten. Das gab es schon einmal in der Geschichte der Menschheit. Undurchdachte Naivität führt zu Aussagen wie Frieden in unserer Zeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas wie Shang-Chi noch einmal passiert. Könnten Sie nicht vielleicht ein öffentliches Statement abgeben, dass Sie meine Kandidatur unterstützen? Ganz sicher. Die Unterstützung des ersten menschlichen Spectres wäre von unschätzbarem Wert. Die Besetzung Shang-Chis kann nicht wieder geschehen. Damals waren wir uns noch nicht einmal bewusst, dass es Außerirdische gab, gegen die man sich verteidigen muss. Der Vorfall hat immer noch starke Symbolwirkung, Commander. Shang-Chi ist das einzige menschliche Gebiet, das je von Aliens erobert wurde. Sie haben natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, Mr. Sarazino, aber ich teile Ihre Ansichten nicht. Verstehe. Aber ich bin zumindest froh, dass Sie die demokratischen Werte unterstützen. Danke für Ihre Zeit, Commander. Erinnern Sie sich an die Trockenlandpartei am Wahltag. Denn die Trockenlandpartei wird sich an Sie erinnern. Unser eigener Weg! Ja, ich werde dich aber ganz sicher nicht unterstützen. Die Leute warten auf mich, Commander. Vielleicht können wir Lunch zusammennehmen. So, ich hatte es ja vorher, ein Stück früher in dieser Aufnahmesession, was jetzt wahrscheinlich schon wieder einige Folgen her sein wird, thematisiert, als ich noch auf Pharos war. Da habe ich ja Emily Wong... Ach, das ist ja gar nicht dieselbe, stimmt ja? Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass sie Fist ausschalten konnten. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fists Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. So. Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung? Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte. Oh, wie bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Discs überprüfen. Tschüss. Okay, haben wir das auch abgearbeitet? War alles sehr gemütlich und einfach irgendwie. Ja, ich habe es ja schon mal früher in dieser Aufnahmesession, was jetzt schon einige Folgen her sein wird, angedeutet, als ich über diese Pegida und auch mal ganz kurz über die AfD schwadroniert habe. Das stößt ja eigentlich genau in dasselbe Horn hier. Das ist ja im Prinzip die AfD des Mass Effect-Universums. Das ist keine Quittung. Wenn man so will. Es ist ein Kontoauszug. Und mit sowas da kann steht, ich dass ich was bei Ihnen gekauft anfangen. Habe. Also, und da habe ich auch kein Verständnis für. Die können schön, natürlich ihre Meinung bei mir äußern. Gekauft haben. Aber es beweist ich nicht, dass dieser Gegenstand aus meinem Laden stammt. Aber ich habe hier sonst nichts gekauft. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Welche Kolonien meinen Sie? Oh, mein Fehler, Erdenclan. Ich dachte... Ist ja auch egal. Pharos? Noveria? Wenn Sie noch nicht von denen gehört haben, werden Sie es bald. Aber woher Sie auch kommen... Meine Waren stehen jedem zur Verfügung. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Schauen wir doch mal rein zumindest. Okay. Hier haben wir schon mal ein Medigel-Upgrade. Das ist schon mal ganz schön. Noch eine Lizenz. Gut. Universalwerkzeug, ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Schwer. Die Edge 9, Brawler 9 könnten vielleicht, ich schau mal ganz kurz. Nee, gar nicht. gar nicht besser. Also klar, Schüsse bis Hitzelimit sind natürlich besser, ansonsten aber gar nicht und die Edge ist noch ein ganzes Stück schlechter. Also nein, du kannst mir gar nicht weiterhelfen.